Moin, meine Seekrauts-Freunde. Willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und willkommen zur Februar-Auflösung unserer aktivsten Zuschauer. Ihr habt es vielleicht mitbekommen am Rande der Livestreams, dass wir unser Crowdfunding-Programm etwas umgebaut haben. Und zwar mehr an euch ausgerichtet und so, dass ihr auch mehr mitnehmen könnt. Nämlich, wenn ihr ein bisschen spart und immer schön aktiv seid. Und dafür haben wir uns folgende Sachen ausgedacht. In Zukunft wird nicht nur der erste belohnt werden, sondern auch der zweite und dritte Platz. Ihr könnt Seekrauts-Euronen bekommen. Und zwar der erste 3 Seekrauts-Euronen, der zweite 2 Seekrauts-Euronen und der dritte 1 Seekrauts-Eurone. Diese Sachen werden monatlich immer am Ende in diesen Videos hier gut geschrieben und verteilt. Und ab einem Wert von 15 Seekrauts-Euronen in eurem Gut, in eurer Guthabentabelle könnt ihr die Sachen im Store einlösen. Im World of Warships Store natürlich ausschließlich. Der Name Seekrauts-Euronen impliziert, dass diese Sache 1:1 umgerechnet wird mit einer realen Währung. Nennen wir sie einfach mal Euro. Ja, und ihr könnt uns dann unter den YouTube-Videos in Verbindung mit eurem Wunsch, mit eurem YouTube-Namen, kommentieren, wenn ihr etwas einlösen möchtet. Ihr könnt das zusätzlich natürlich auch im Discord tun. Der Discord ist für alle von euch da draußen offen. Ihr könnt mich dann direkt anschreiben und diese Sachen eben einlösen. Es sollte immer ein Video sein, was relativ frisch auf dem Kanal ist. Also wählt bitte kein Video aus, was ein Dreivierteljahr alt ist. Das verfolgt man vielleicht dann noch nicht mehr so ganz intensiv. Und von daher ist es immer sinnvoll, es möglichst, ein frisches Video zu machen, aber nicht in den Livestreams. Ja? In den Livestream-Chat ist es einfach, da geht's unter. Ja? Ihr müsst darauf achten, dass ihr kommentiert, wenn das Video abgeschlossen ist, sodass es dauerhaft unter dem Video stehen kann. Ja? Wenn ihr es nicht selber löscht. So, ich möchte ganz wichtig nochmal sagen, dieses Gewinnspiel oder dieses Treueprogramm ist komplett unabhängig von Wargaming und World of Warships. Das heißt, die können dafür nicht irgendwie haftbar gemacht werden oder irgendwelche Sachen. Ebenso ist eine Barauszahlung des Guthabens überhaupt nicht möglich. Ihr könnt nur diese Sachen in eine Aktion in World of Warships nutzen. Also diese Seekrauts-Euronen ab 15 Seekrauts-Euronen bis maximal 50 Seekrauts-Euronen könnt ihr ansparen und genau dazwischen könnt ihr das immer ausgeben, wenn ihr das möchtet. Wichtig ist auch ein einziger Einkaufsprozess. Ja, also es ist ein Paket oder ein Gegenstand, den ich da durchführe. Ich werde nicht 3-mal für euch einkaufen hintereinander, sondern ihr habt halt immer dieses Guthaben und dieses Guthaben ist dann auch auszulösen sozusagen. Ne? Also ich kaufe nicht einmal was für 5 Euro und 3 Monate später nochmal was für 15 Euro oder wie auch immer, sondern wenn ihr 15 Euro habt, ihr wollt etwas einlösen, dann lösen wir diese 15 Euro ein, ja, und nicht 5 und dann nochmal später 10, weil irgendwann muss es natürlich auch managebar und nachvollziehbar für mich sein. Ja, ich denke, das ist logisch und nachvollziehbar. Ja, also spart auf irgendetwas Bestimmtes und löst es dann ein und dann fangt ihr wieder bei 0 an. Also, gucken wir doch einfach mal, wer diesen Monat der aktivste Zuschauer war. Und zwar gehen wir jetzt hier auf unsere Currency und haben hier schon nach Punkten sortiert. Herzlichen Glückwunsch an den ersten Platz. Christian, an den zweiten Platz, Liquid of Bob mit 296 Punkten, knapp 40, 50 Punkte Rückstand auf den ersten Platz. Nächsten Monat wird es besser. Und Swordfish ist auf Platz 3, der dann nochmal weitere knapp 100 Punkte oder ein bisschen mehr als 90 Punkte, weniger als 90 Punkte, Entschuldigung, Rückstand hat auf den zweiten Platz. Also, ich denke, mit dem neuen Programm bieten wir euch eine Gelegenheit, die, glaube ich, so noch nicht gibt in unserer Streamer-Szene, zumindest in World of Warships nicht, dass ihr Punkte sammeln könnt, die am Ende dafür da sind, tatsächlich einen Gegenwert in World of Warships zu bekommen. Und ich hoffe, es freut euch. Ja, lasst mir gerne unter dem Video einen Kommentar da oder wenn ihr noch einen Verbesserungsvorschlag habt, gerne auch einen Verbesserungsvorschlag da lassen. Und ja, dann schauen wir nochmal in die Tabelle, wie es aussieht. Und zwar, hier sind die monatlichen Plätze eingeteilt. Ja, Christian, Liquid of Bob und Swordfish. Und hier ist das dann auch schon mal eingetragen. Und am Ende steht auch der Gesamtbetrag, den man noch hat, da. Also, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und ich möchte mich auch bei jedem Einzelnen, auch wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt,
sehr, sehr herzlich für euren Input, für eure Aktivität, für eure Teilnahme unseren Livestreams bedanken. Ohne euren Input, ohne euch, wäre Secrets und deren Livestreams, also unsere Livestreams, überhaupt nicht das, was wir aktuell sind. Und ihr macht es eben zu was Besonderem. Und dafür möchte ich einfach ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ich freue mich auf viele weitere Tage, Wochen, Monate und Jahre mit euch. Also, bis zum nächsten Mal hier auf dem Secrets-Kanal. Euer Maracha, euer Secrets-Team. Ciao, ciao.